Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Montag, dem 16. September 2024. Wahrhaftig zum Wochenauftakt beim deutschen Aktienindex nicht wirklich viel los. Obwohl sich in der Wall Street durchaus ein bisschen an Bewegung zeigt, wirkt der deutsche Aktienindex relativ desinteressiert. Scheint so, als ob sich der deutsche Aktienindex bereits jetzt in die Lauerstellung begeben hat. Denn alle Blicke richten sich natürlich auf die Zinsentscheidung in den USA, welche in dieser Börsenwoche am Mittwochabend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfindet. Ja, wie geht es nun weiter? Nun ja, seitens der Charttechnik natürlich kaum neue Erkenntnisse. Wenn man das Ganze mal aus dem kurzfristigen Blickwinkel zur Ausnahme betrachten möchte, hierzu einmal der Blickwinkel nämlich auf den Stundenchart. Wir sehen zwar, dass der steile Aufwärtstrend zuletzt durchbrochen wurde, aber wir sehen, dass wir auch hier auf diesem gleitenden Durchschnitt, der schon einmal als Widerstand fungierte, dieser jetzt gerade als Unterstützung fungiert. Das heißt, wenn wir vielleicht beginnen, darunter zu rutschen, könnte sich hier die erste Konsolidierungslücke auftun Richtung ca. 18.500 Punkte. Der Blick auf die Aktie des Tages und der Blick somit auf die Aktie von Vonovia. Auch hier starker Turnaround, den wir in den vergangenen Wochen, ja, Monaten muss man eigentlich schon sagen, gesehen hat. Die Aktie hat sich jetzt auch ja inzwischen wieder verdoppelt von dem absoluten Tief. Also man sieht auch hier, dass die letztendliche Schnäppchenjagd auch noch immer ein Thema ist und auch bleiben wird. Und seitens der Charttechnik hat man hier eben ja durchaus viel Positives erzeugen können. Jetzt muss man allerdings ein bisschen schauen, weil wir dann doch hier ein relativ großes, extrem langsamen Relative Strength Index vorliegen haben. Und mit dem bevorstehenden Kurswiderstand könnte hier mal mit Hinblick auf die nächsten Monate ein wenig mal auch die Tür für eine Konsolidierung sich eröffnen. Also behalten Sie diesen Chart gut im Auge und im Hinterkopf, denn da könnte sich etwas anbahnen und erst einmal auch zu Kursen Richtung letzter Ausbruchsunterstützung bei ca. 30 Euro führen. Dennoch wäre dies wiederum für Trendfolgeanleger eine interessante Einstiegschance. Einen schönen Abend und bis zu einer neuen Ausgabe von John Gossens Daily DAX. Natürlich schon wieder morgen Abend.